Herzlich willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, zu Let's Play The Inner World. Wir sind in einer kleinen Müllhalde letztlich gelandet und müssen diese Taube hier irgendwie wegkriegen. Wir haben eine Steinschleuder aus einem Wurm gebastelt. Der Wurm tut mir sehr, sehr leid. Wir haben eine hässliche Conroy-Handpuppe und einen Kescher. Vielleicht können wir den Fisch auch mit dem Kescher rausholen. Das ist zu hoch. So bekomme ich den Fisch da nicht herunter. Vielleicht können wir aber auch den Fisch runterschleudern. Gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. Ach, die Taube schleuderst du. So, da haben wir schon mal die Taube unten. So, Wurm, du bist wieder frei. Aber der Korken bleibt bei mir. Oh, das ist aber nett, dass du den Wurm wieder frei lässt. Wenn er ein bisschen verwirrt ist. So, jetzt haben wir einen Kescher. Du entkommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht, geklaut. Hä? Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilenerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Ha. Der Kleine ist verliebt. Ja, ich würde sagen... Wo ist denn der Fisch hin? Eben war er noch da. Der liegt vielleicht doch noch ist da. Er nach Hause geschwommen. Ja, bestimmt. Aber interessant, dass der Vogel... Bevor sie hier herumliegt. Meine Güte. Hoffentlich ist dem Fisch bei dem Sturz nichts passiert. Bestimmt nicht. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Mein Gott. Warum sollte ich das tun? Du willst den Fisch doch mitnehmen. Das wird nicht klappen. Ja, dann lassen wir den Fisch da liegen. Ich sehe sowieso gerade keinen Sinn da drin, den Fisch mitzunehmen. Das ist der Igel. Ein Schweinehund-Rolligel. Der ist sehr unförmig. Was zur Hölle? Was? Sehr unförmig. Gezeichnet. Diese Melodie. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Er läuft so putzig. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh toll! Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich hab ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das... tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Ha, die macht ihren Mann aber. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Nö. Aha. Ja. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Aha. Sag mir doch einfach, wo sie ist. Ach, hast du dafür was für mich? Nein? Dann kann ich mich gerade leider nicht erinnern, wo sie hingelaufen ist. Das ist aber gemein. Dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen.
Woher kennst du denn das Lied, das du gerade gesungen hast? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der Wind hat es erfunden. Punkt. Na, gut gelöst. Deinem Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Okay, aber hier sind doch, ist doch ein Schal und eine Mütze und da ist noch was zum Anziehen. Das könnte sie ihn auch einfach anziehen. Könntest du nicht einfach in die ungefähre Richtung zeigen, in die sie gelaufen ist? Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Na gut. Wie heißt denn das Kleine? Conroy. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das die Basilien ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke. Es ist ein Mädchen. Arme Mädchen. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Natürlich, aber was auch immer das ist. Das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Mein Gott, ist der zickig. Muss es wirklich aus echtem Erdbeergarn sein? Ich bin mir sicher, dass man mit guter, alter Wolle auch ein schönes Leibchen schneidern kann. Wie bitte? Entschuldige, ich habe dich über das Zittern meines Kindes nicht richtig gehört. Oh, tricky. Ich habe das Leibchen immer noch nicht. Was willst du dann hier? Tja. Na dann auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Aber kannst du nicht, was? Soll der Wind je wiederkommen, dank den Aspo... Ja. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Gehen wir erstmal hier rüber. Oh, ein Gehstock. Er ist aus Stein. Kein Wunder, dass der alte Asposa nicht entkommen ist. Boah. Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Ja. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilien auf sich zu ziehen? Lieber nicht, nachher werfe ich ihn noch um. Man denke nur an den Vorfall vor 10 Jahren. Die Gelehrten bezeichnen ihn bis heute als den Dominotag. Ups. Also entweder hat hier ein Basilienangriff stattgefunden, oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Wir tippen auf Ersteres. Was soll ich denn mit einem Haus ohne Dach? Man weiß es nicht. Sei doch mal kreativ. Kleiner Junge. Der ist noch kleiner. Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Eigenartig. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Betze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilien. Na, das klingt ja super.
Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Mhm, ist klar. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich. Sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte nicht von einem Strickmuster unterscheiden? Ein bisschen? Nein, ja, also schon. Aber ich denke, dass... Hör mal, ich werde dir jetzt sagen, was ich meiner Mama schon gesagt habe. Und dem Richter und auch dem Onkel, der mit mir über meine Träume reden wollte. Wenn ich sage, dass es echt ist, dann ist es echt! Spann dich mal. Kann ich deine Schatzkarte nicht mal kurz anschauen? Nein, ich muss doch die Augen der Basilen finden. Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Voss. Ich habe ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Hm. Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Aha. Warum hast du denn nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine, flauschige Wollmaus? Ich hatte mal ganz viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Wirklich? Oh, sie sind dir davongeweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so, und wie hast du das gemacht? Ich habe sie auf den Boden getackert. Oh. Dann sind sie da geblieben. Oh. Ja, dann hatte ich zwei Spindelraupen. Die sind aber auch immer weggekrochen. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh. Und dann hatte ich einen Wolf. Okay. Oh nein. Der wollte aber auch nicht da bleiben. Bitte rede nicht weiter. Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja, das so. Ja. Verständlich. Und von Tackern. Ja, das auch. Phosphos sind mittlerweile ziemlich selten. Ja, ich weiß. Darum war es auch so schwer, an das hier ranzukommen. Hast du dir schon mal überlegt, dir ein anderes Tier als ein Phosphos zuzulegen? Zum Beispiel? Naja, vielleicht eines, das nicht so leicht, kaputt geht. Zum Beispiel ein Ziegelstein. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Es ist doch. Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer. Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort ja. Okay, das ist einer, der ziemlich alles kaputt macht. Es ist ja schön, dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Staluminium. Ich weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das ist, verständlich. Ja, doch, das ist im tiefsten Maße verständlich. Ist der Helm auch kugelsicher? Leider nicht. Ich hab's ausprobiert. Wie denn das? Darüber darf ich bis zur Verhandlung nicht reden. Ich glaube, ich will's dann auch gar nicht wissen. Was ist denn der Schatz der Basilen? Der Schatz der Basilen ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht.
aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Du suchst also die Augen der Basilen? Ja, wie oft denn noch? Wenn ich diese Steine hätte, könnte ich die Feinde Asposiens versteinern. Wer sind denn die Feinde Asposiens? Ha, das könnte potenziell jeder sein. Absolut jeder. Na gut. Dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. Ist der Malle, der Junge. Oh mein Gott. Ein Phosphos. Sie spenden Licht und Wärme, essen nichts und machen keinen Krach und keine Abgase. Praktisch, aber sie brauchen Wind, um zu leuchten. Nein, der Käfig ist sicher verschlossen. Irgendjemand scheint davon auszugehen, dass man versuchen könnte, das Phosphos zu stehlen. Ich würde es mir ja nur mal kurz ausleihen. Ich frag mich gerade, ob dieser Phosphos die ganze Zeit von Detze weg will. Ich meine, nachdem, was er mit den anderen Tieren getan hat, wäre es verständlich. Ich gucke mir das mal gerade mal an. Aber es sieht nicht so aus. Tafel, was ist das denn hier? Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. Ich glaube nicht. Geht nicht ab. Irgendwer muss es hier festgenagelt haben. Oh nein. Oh nein. Zum taumelnden Phosphos. Warum es wohl taumelt? Das hängt zu hoch. Außerdem brauche ich gerade kein riesiges Schild. Nicht? Die scheinen hier ja überall zu hängen. Vielleicht sollte ich Taubendiebin darunter schreiben. Plakate abnehmen verboten. Hier ist nichts außer die Wiege. Ein winziger Asposa, wie putzig. Bald schon wird er ein Teil des glücklichen Volkes Conroys sein. Da das Volk auch so glücklich aussieht. Ich fasse es lieber nicht an. Babys hassen mich. Gehen wir mal hier rein. Und noch ein Gewand. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Ein weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Aber irgendwie lustig, ja, als Garderobe zu nutzen. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Hä? Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Na, immerhin lernst du irgendwann dazu. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Die Bilder auch sehr interessant. Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Nach Alkohol? Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Was? Nein, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Aber irgendwann, oder was? Uluf. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Das soll ein Hund sein? Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht
gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. So, wir reden mit der Bardame. Pass auf dich auf, Schätzchen. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen soweit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.